Jarek Voth, deine Bühne, viel Spaß. Warum hast du mir das nicht erzählt, Declan? Wir waren doch beste Freunde. Wenn ich gewusst hätte, dass du gerne Vögel beobachtest, hätten sich die Witze von selbst geschrieben. Okay, Chris, flüsterte Mr. Peel. Jetzt bist du dran. Ich schlurfte nach vorne und starrte in die riesige Sporthalle. Ungefähr 2400 Augen starrten zurück. Zuerst dachte ich, es gäbe vielleicht technische Probleme, dass irgendwas mit dem Ton nicht stimmt. Denn als ich meinen Mund öffnete, konnte ich nichts hören. Doch es war eine sehr viel ernstere Angelegenheit. So sehr ich es auch versuchte, ich bekam meine Worte einfach nicht heraus. Ich habe mir erst eingeredet, dass es eine seltsame Art von Lampenfieber ist und erst nachdem Miss Julian mich von der Bühne geführt und mir im Lehrerzimmer Tee mit Milch zu trinken gegeben hat, wusste ich sicher, ich war komplett verstummt. 3 Wochen nach dem Unfall. Deine Beerdigung war kein bisschen so, wie wir sie geplant hatten. Ich hatte mich nicht als Adolf Hitler verkleidet. Angelina ist nicht in ihrem Lara Croft Outfit erschienen. Und als dein Sarg in die Halle getragen wurde, hörten wir trostlose Orgelmusik anstatt der Titelmelodie von Austin Powers. Wir hatten allerdings wieder mal volles Haus. Die meisten Leute kannte ich nicht, aber deine Eltern saßen vorne und klammerten sich aneinander fest wie 2 Eskimos, die sich gegenseitig wärmen mussten. Und diese merkwürdige Theaterlehrerin mit den pinken Haaren legte genau vor dem Sarg einen dramatischen Auftritt hin. Rob, der Chaot, hatte an diesem Morgen eine Doppelrolle. Zum einen als der irdische Vertreter des Direktors, zum anderen als mein eher unwilliger Aufpasser. Hey, sitzt meine Krawatte gerade, Christopher, flüsterte er, als 6 schnauzbärtige Männer mit einer braunen Kiste auf den Schultern im Todesmarsch den Gang entlang schritten. Ob meine Krawatte gerade sitzt, als hätte mich sowas zum Reden gebracht. Ariel saß mit Miss Julian 3 Reihen vor uns. Sie versuchte, meine Aufmerksamkeit zu erregen, aber ich tat so, als würde ich die Gottesdienstordnung studieren. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan. Wende deine Plage von mir, denn ich bin... Es war kein einziger Witz drin, so viel kann ich dir versichern. Allerdings sagte dieser Vikar so viele nette Sachen über dich, dass ich beinahe nachgesehen hätte, ob auch wirklich der richtige Mensch im Sarg lag. Aus Schleswig-Holstein, Jarek Voth!